Tag. Gibt es eine russische Käsekultur und seit wann? Hallo, ich heiße Sergei. Also die Käsekultur, klar, gibt es schon seit 18. Jahrhundert. Ja, machen die unsere, also Vorfahren von Russen, erste Käse haben die gemacht. Und also seitdem gibt es schon russische Käse. Russland genießt nicht gerade Weltruhm für seine Käse. Warum ist es so? Also das ist erste Mal liegt das in unserer Geschichte. Nach dem unserer Revolution, russische Revolution, ist viel Käse nach Schweiz und Deutschland zurückgekehrt. Und dann Zweites Weltkrieg, das ist also gerade in Westrussland gelaufen oder West-Sowjetunion. Wir haben alles verloren einfach. Okay, also viel ich weiß, das größte Problem bei der Käseherstellung ist der Mangel an qualitativ hochwertiger Milch. Warum kann Russland, hat Russland eigentlich diesen Mangel? Also wir Käse, wir sagen Käsemilch. Es natürlich fehlt was. Das fehlt natürlich in Russland, weil wir haben, also wie gesagt, haben wir keine Käse gemacht, keine gute Käse seit 100 Jahren. Und wir haben die Kühe nicht gezüchtet für die Käsemilch. Käsemilchkühe nicht gezüchtet. Und jetzt haben wir gerade angefangen. Wir sind wieder am Anfang. Und es so seit 2, 3 oder 4 Jahren ist schon angefangen langsam, aber bekommen wir schon gute Milch mit guter Qualität. Danke. Also viel ich weiß, haben Sie in Deutschland studiert? Also haben Sie eine Lehre gemacht da? Was haben Sie studiert? Und warum ausgerechnet Deutschland und nicht Italien oder Frankreich, die eine ältere und ausgeprägtere Käsekultur haben? Also das Deutschland, sage ich, das war einfach ein Zufall. Habe ich nie gedacht, das mache ich überhaupt, also dieser Beruf, also lerne. Ja, Italien und Frankreich kann ich nicht so sagen, dass auch die Schweizer Käse sind auch gut. Oder Holländer. Habe ich mal Milchtechnologie studiert in Deutschland. Landwirtschaftliche Schule, Landwirtschaftliche Institut bei Kempten in Bayern. Italienische Erzeuger oder Erzeuger aus Frankreich, vielleicht aus Deutschland auch, sind stark an die Region gebunden und vielleicht an die Traditionen. Woran sind Sie gebunden? Also die Tradition natürlich haben wir nicht jetzt im Moment. Also wenn schauen wir in 18. oder 19. Jahrhundert, haben wir schon Tradition natürlich, aber im Moment nicht. Und deswegen wir sind zum deutschen Tradition gebunden. Haben wir deutsche oder Schweizer Technologie genommen und haben wir hierher also mitgebracht. Und das war's. Und wer kontrolliert das? Also wie werden Sie kontrolliert? Unsere Kunden sind die besten Kontrolleure. Die kommen immer zu uns, kaufen ein. Das heißt, haben wir gute Qualität. Genau, also wir sehen hier wirklich sehr, sehr viele Menschen, das stimmt. Und können Sie Ihren Durchschnittskunden genauer beschreiben? Weil was Preise angeht, sind die Preise natürlich etwas höher als die Massenproduktion. Der Durchschnittskunde, also wie können Sie ihn beschreiben? Wenn gehen Sie draußen, dann sehen Sie viele Autos. Also natürlich sehr gute Autos, sehr teure Autos und gibt es auch russische Autos und ältere Autos. Das heißt, also viele Leute kommen und mit verschiedenen Geldbeuteln, sagen wir so. Okay, und was ist Käse eigentlich für Sie? Also haben Sie früher auch nur in dieser Branche gearbeitet oder hatten Sie gewechselt? Vor meiner Lehre habe ich, ist schon komisch, habe ich Bergmann studiert in Russland, in Sibirien. Und dann angefangen mit dem Käse. Ist schon eine interessante Arbeit. Natürlich habe ich wirklich Glück gehabt. Also habe ich in Deutschland einen Käsemeister getroffen. Er kam aus Südtirol, Italien. Er war also Hälfte Italiener, Hälfte Deutsche, deutschsprachige Italiener oder Italiener mit deutschen Wurzeln, wie man sagt. Habe ich ihn kennengelernt und er hat gezeigt, wie man Käse macht. Und ich war begeistert einfach. Wie kann man so gute Sachen mit der Milch machen? Ich war begeistert, habe ich ihn gefragt, darf ich bei ihm anfangen zum Erlernen? Hat er gesagt, ja, gerne. Und das habe ich gemacht. Mein Leben also ist, also habe ich viele gute Leute getroffen. Und habe ich immer Glück gehabt. Und habe ich handwerklich gearbeitet, habe ich an einem großen Betrieb gearbeitet. Und natürlich, also es liegen große Unterschiede, aber habe ich viel, wie sagt man das, Erfahrungen gesammelt.
deswegen habe ich einfach Glück gehabt. Die Käserei hier heißt der russische Parmesan, aber wir sehen leider keinen Parmesan, der verkauft wird. Warum ist es so? Im Moment können wir nicht so große Menge von Parmesan machen. Wir verkaufen Parmesan, wir haben schon gemacht und ein bisschen verkaufen schon, aber so eine, weil eine riesengroße Nachfrage, wir können einfach nicht so viel produzieren wegen unserer Technologie. Aber hoffe ich, in einem Jahr erledigen wir alle unsere Probleme und machen wir richtig mehr Parmesan und können wir ihn verkaufen. Ja, wir warten sehr ungeduldig darauf, natürlich. Und sagen Sie mir bitte, worauf sind Sie besonders stolz? Vielleicht auf ein Spitzenprodukt von Ihnen oder auf irgendwelche Leistung? Ja, das ist schwer zu sagen, weil das Käse ist wie meine Kinder. Das kann ich nicht unterscheiden. Das ist, welche ist gut, welche ist schlecht. Für mich sind alle gut, alle gleich, alle gleich gut. Ich persönlich mag ich mehr Hartkäse als Schnittkäse. Und das war's. Ich kann Sie vollkommen verstehen, weil das Projekt, das wir hier jetzt machen, so episch deutsch, ist wie ein Kind für mich. Deswegen verstehe ich Sie ganz gut. Also ich kann nicht sagen, diese Sendung liebe ich mehr, ja. diese schöne, ja, kann ich sehr, sehr gut vorstellen. Sie sind schon ein erfahrener Milchtechnologe. Wie bewerten Sie den Nachwuchs hier? Was bringen Sie ihnen noch bei, was Sie vielleicht noch nicht können? Also meine Jungs, die alle sind keine Käse. Die sind hier alle gerade angefangen, also bei mir gelernt. Und ich bin sehr zufrieden. Also mit die können schon alles ohne mich. Praktisch, naja, können die alles, machen die alles allein. Dann bin ich unterwegs irgendwo, die verkäsen meine Milch von allein. Und wie bewerten Sie eigentlich, vielleicht haben Sie Kontakte mit anderen Milchtechnologen, wie bewerten Sie im Allgemeinen den Zustand in dieser Branche bei uns? Also es ist schwer zu bewerten. Wir haben natürlich hier jedes Jahr ein Käsefest in August, ja, und dieses Jahr wieder, also fünfte Mal, denke ich. Ja. Es ist schwer zu bewerten. Gibt es also gute Käse schon? Nicht viel, aber gibt es. Und gibt es natürlich nicht so was Besonderes. Aber man muss lernen einfach. Und wird alles. Alles gut. Also, und wie ist Ihre Haltung zur Konkurrenz? Also, wir sind keine Konkurrenz, das kann man nicht sagen. Wir sind mehr alle Kollegen. Also, gibt es keine Konkurrenz noch. Ich habe noch eine Frage. Man hört oder ich habe gehört, dass einen guten Käse kann man nur aus Rohmilch machen. Warum ist pasteurisierte Milch schlecht? Stimmt das überhaupt? Pasteurisierte Milch ist nicht schlecht. Natürlich von Rohmilch ist die ganz andere Käse. Von Rohmilch kann man machen nur kleine Menge. Wenn hast du eigene Kühe, dann bist du 100% weißt du 100%, weil die Kühe sind nicht krank oder irgendwas, weil Milch ist eine sehr gute Krankheitsübertrager, also Erreger. Und deswegen. Aber in großen Betrieben muss man einfach Milch pasteurisieren. Also geht nicht anders, weil kann passieren, ob eine Kühe, wenn kaufst du Milch ein, kann passieren, weil eine Kühe ist krank. Und dann verkehrst du alles. Und diese Bakterien, die kann man an Kunde übertragen. Also es wird natürlich schlecht. Käse von pasteurisierter Milch ist nicht schlecht. Ist anders. Einfach anders. Okay, Sie haben ein Fest erwähnt. Was für ein Fest findet im Sommer statt? Also jedes Jahr, 1. Augustwochenende, haben wir ein Käsefest hier. Kommen unsere Freunde, unsere Bekannte, unser Konkurrent. Es ist nicht nur zum Verkaufen, es ist mehr wie familiäre Sachen. Also. Ich habe gelesen, dass Sie dadurch auch Sanktionen feiern, zelebrieren sozusagen. Ja, Sanktionen natürlich auch, weil wir sind sehr zufrieden mit Sanktionen. Das ist also von unserer Seite ist es wunderbar, die sollen das laufen noch 100 Jahre. Und welche Ziele verfolgen Sie jetzt? Haben Sie Wünsche und Träume? Ja, ich persönlich möchte ich gerne eine Schule hier, also richtige Käseschule wie in Deutschland zum Beispiel. Das ist mein persönliches Ziel. Und was fehlt Ihnen? Also warum können Sie es jetzt noch nicht starten? Ach, für die Schule jetzt wirklich gesagt keine Zeit. Also, ja.
Ja, einfach keine Zeit. Finanziell oder organisatorisch ist es eigentlich kein Problem. Oder Sie haben bestimmt schon viele Interessenten. Ja, natürlich, das kommt viele Leute oder rufen an oder schreiben an, möchten die gern machen, aber das ist also finanziell einfach keine Zeit, weil ich muss meinen Betrieb auch nicht schädigen. Und deswegen. Beschreiben Sie bitte Ihren Arbeitstag. Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Mein persönlicher Arbeitstag, stehe ich um 5 Uhr morgens an, komme ich hierher, pasteurisiere ich Milch, verkäse ich, dann kommen die Jungs, helfen die oder machen die allein. Und also gehe ich in meine Käselager, dort schaue ich an, wie liegt das Käse, an, putze ich ihn, dann weiß ich, bestelle ich manche Sachen, weil brauchen wir immer noch für Käserei Lab oder Bakterien oder solche Sachen. Und bestellen Sie in Europa oder bestellen Sie hier? Wir bestellen fast solche Sachen wie Lab oder Käsekultur bestellen immer noch in Europa. Aber gibt es auch russische. Nicht viel, aber gibt es schon. Heute ist eigentlich Samstag und es ist bei Ihnen auch Arbeitstag. Bei mir ist Sonntag also auch Arbeitstag. Samstag, Sonntag. Haben Sie frei dann? Ja, manchmal schon, ja. Nicht immer, nicht jede Wochenende oder nicht jede Woche, aber ja, manchmal schon. Einmal im Monat, ja. Aber Sie lieben Ihre Arbeit so sehr, dass Sie vielleicht das nicht so als eine große Belastung betrachten. Naja, ich mag natürlich meine Arbeit. Manchmal wie auch jeder Mensch, habe ich keine Lust natürlich. Dann nehme ich einfach einen Tag frei. Das war's. Und außerhalb der Bürozeiten, essen Sie Käse? Natürlich esse ich Käse, klar. Ich mag Käse. Ich jeden Tag, also jeden Frühstück esse ich Käse. Also man kann Käse nicht satt essen, sozusagen? Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall nicht, nein. Dann lieber kein Fleisch essen als Käse. Nein, Käse doch lieber. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, unsere Fragen zu beantworten.